So, und damit, ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play South Park The Fractured Butthole. Leg dich nicht mit der Polizei an, sonst kriegst du Ärger. Hey! Schnauze, wir sind hier am Spielplatz und wir wollen uns mit Call Girl treffen. Also, wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Also ich vermute ja, dass sie hier ist. Hey, wo bist du, Wunderarsch? Sie ist nicht hier. Ich glaube, du bist vielleicht in der falschen Toilette. Oder ich vielleicht. Sorry. Ja. Du musst zugeben, wir Mädchen haben den großen Vorteil, dass unsere Klos sauber sind. Na egal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen. Aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Tue ich das? Okay, dann gehen wir mal zu T-Mobile. Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Ja, machen wir eins. Yay, Hundekacke. Wow, sehe ich echt so aus? Ja, tut mir auch leid. Alles klar, wir sollen zum T-Mobile. Und der ist... Ah, gerade die Straße runter, gut. Ja, die habe ich schon geöffnet. Ah, hier war mal Lava. Damit haben die nicht gerechnet, dass wir die wegkriegen. So. Oh, hey Neues! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Nein. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei T-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und T-Mobile-Nummer bitte! Namen und T-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch, wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Korgel, Rettung! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Ärsche auf. Was? Krebsmenschen. Falls ihr euch noch an den ersten Teil erinnert, ne, Stick of Truth, da sind wir in der Kanalisation unterwegs gewesen und wir haben auch die Leute gehört, da hat irgendeiner Trommel geschlagen und alles. Ich bin mal gespannt. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen! Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich find dich cool. Okay, das ist cool, 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 cool. Das bringt mir nix, das bringt mir auch nix. Was soll's? Gewalt gehört sich für einen Kunden nicht! Kunde ist König, you know. Was soll ich machen? Achso, er kann nichts machen. Hier ist halt die viel HP. Aha! Hey, ja! Perfekt, nicht bewegen! Jetzt hab ich einen Kratzer! Oh nein! Ja, je nachdem kann ich jetzt gar nicht. Doch, den kann ich noch hauen. Ich dachte schon, der hat jetzt schon hier seinen Kumpel positioniert. Da hätte ich nichts machen können. Aber nein. Das ist dein Werk, Neues, oder? Ja, ist cool, ne? Ja, wenn ich es richtig treffe, ist er tot. Genau. Das habt ihr davon! Geschäftsmann! Employee of the Month, Manager King Crab. Name und die Mobile-Nummer bitte.
Besiege den Krebskönig. Ja. Gut. Sollte nicht allzu schwer werden. Oh, was mal hier. Geht auch in sein Handy. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Wäre wohl besser. Oh, Mist, das ist, als hätte ich meinen dritten Teller am Meeresfrüchte bekommen. Schaf! Was ist denn das? Super. Der Krebskönig ist der Boss. Schaltet ihn aus. Oh, das sollte viel bringen. Gut gemacht, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Echt? Die Frage, halt er danach wieder? Ah, komm. Super gedoxt! Super gedoxt? Ist das stärker? Ich finde nicht. Und abgeschickt! Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Du kriegen wir es auf die Fresse. Nimm deine Scheren da weg! Wir brauchen hier mehr Verkaufskrebse! Oh nein. Schalte den Oberkrebs aus! Ja. Sollte reichen. Schützt mich, Untergebene! Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Get wrecked, Arschgeigen! Du hast gewonnen. Schön. Subdermale Mutation. Charakterbogen von Call Girl. Ja, und ein bisschen Cola. Ach, wir haben jetzt... Okay, neue Minimission. Danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Was? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lieft, ruf mich an. Hilf Callgirl bei D-Mobile. Erledigt. Müssen looten. Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Okay, toll. Jeff. Danke, Jeff. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Wir haben neues Zubehör. Der Scheiß verkauft sich von selbst. Kriegswelpe, Artefakt, kritischer Trefferschaden, Bonusverbündengesundheit. Machtänderung plus 23. Ultra seltene Hype-Variante mit programmierbarer Darmtätigkeit. Wurde speziell geschaffen, lähmendes Sammlerneid im Gegner zu wecken. Ja. Missionsgegenstand. Versüße einem T-Mobile Mitarbeiter in Tagen entscheidlich für dieses Angebot. Ich kann die Krebsmenschen noch schmecken. Jetzt mit 10% mehr Haar verarscht als Konkurrenz. Ja, wenn es mich nicht. Das wird dir bestimmt nützlich sein. Danke fürs Vorbeischauen. Gerne doch. Immerhin hast du mir ein Leben als Sklave sprechender Krebse erspart. Ach so, und gerade eben musste ich noch was kaufen dafür, klar. David. Danke, David. Super, klasse! So, was gibt's denn hier? Oh, neue Stuff bekommen. Dank dir gibt es jetzt hier keine Krebsmenschen mehr. Gut, packen wir es an, Kunde! Wir werden noch einige Krebsmenschen treffen, bin mir fast sicher. Juhu! Eddie. Wunderbar! Ja, schnell raus hier. Kriegt mir noch ganz viel Zeugs in den Arsch geschoben. Aha, Callgirl hockt da oben jetzt, von mir aus. Die Kiste sieht interessant aus. Ich probier's. Da.
kann nicht wissen, wovon du dich ernährst, Neues. Hey, die werden angegriffen! Kampfvorteil. Ja, ihr werdet angegriffen. Ja, lass mir mal so. Wer will zuerst? Ich. Hau sie weg, Neuer! So. Jetzt können wir mal den da testen. Da kriegt man schön viele mit ab. Yes. Das gibt garantiert eine Narbe. Na, hoffentlich. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wow. Ja. Hol cool. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Achso, das ist das nächste Zug. Oh, verdammt! Okay, das ist alles nächste Zug. Ey, was soll denn das? Achtung, alles Gute kommt von oben! Und wer da? Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Humankind. Alter, komm! Du blockierst dich jetzt mal nicht. Schön rein spam. So mit deiner Scheiße will ich öfter sehen. Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Blockt sich natürlich. Also los. Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Das bringt nichts. Omega Crash Extra. Tolle Kopfarbeit. Nächstes Schön. Mal bitte ein bisschen mehr Herzblut. Oh, machen wir gerade. Ah, schade. Ja, dann kriegst du dein Kombo gleich. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Der muss auch alles kommentieren. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Hände hoch! Ja, mach du nur. Hat viel gebracht, ne? Auf den Boden! Oh ja, schön. Du gehst mir voll auf den Sack! Gut. Einer weniger. Fühlt den Zorn von Humankind! Dü-dü. Passt. Piu-piu. Kleiner Rückschlag. Glaub, dem geht's nicht ganz so gut. Du bist verhaftet! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Eben, wenn ich wir bin dazu dran. Kommen. Jo, haut den mal weg. Mega Faust, Pacharu! Ciao. Das hab ich kaum gesehen. Du schaffst das! Ich weiß. Ja, gut. 20 ist es nicht so heftig. Noch ein Feind, sind wir fertig? Danke. Wir wissen, was in der Kiste ist. Teile, einen kaputten Bodycam. Boah. Oh toll, jetzt kriege ich die ganze Zeit Werbung oder was? Artefakt, haben wir was Neues? Oh. Ja. Nee. Hm, nichts Neues. Hier haben wir was Neues bekommen. Bringt mir nichts. Was ich eigentlich schauen wollte. Missionsliste. Trifft dich im Sodosopa. Das wäre Hauptmission. Geht zum Kuhversteck. Schnitzeljagd. Ah, Mr. L. Ah, wir müssen in die Polizeiwache. Aha. Wir kamen aber nicht mehr in die Polizeiwache, ne? Okay. Jetzt die Frage. Wie viele Katzen fehlen denn noch? Also hier müssen wir hin. Wir können mal noch da hoch, da waren wir noch gar nicht.
Karte, Moment. Dann würde ich sagen, wo ist die nächste Schnellreise? Da drüben bei Tom's Rhino Plaza. Okay, dann gehen wir da mal hin. Den ganzen Weg zurück haben. Ich hoffe, die Polizisten sind nicht wieder da. Nee. Hat jemand Coldoy gerufen? Hier ist eine SMS, die ich nicht entziffern konnte. So. Jetzt Richtung. Schnellste in der Stadt. Richtung New Storage. Renn lieber schnell. Wir sehen uns. Danke. So, hier kommen wir nicht rein. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, sollten wir da hoch zu dem... Genau, hier lang kommen wir, ne? Zu dem Bauernhof. Oh, ich sehe ganz viele Erinnerbären. Warum kann ich mit denen nicht quatschen? Okay, hier kann ich nichts machen. Ah, da drüben. Mit denen kann ich quatschen. Richtig gutes Veranda-Wetter heute. Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Ein guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu stauen. Zwing mich nicht, meine Schrotflinte zu holen. Ah! Oh, oh. Hä? Wie komme ich jetzt durch? Komisch. Was geht, Mann? Nix, bei dir. Ja, das hat ja viel gebracht, dahin zu tappen. Können wir noch hier lang gehen? Das letzte Mal sind wir da ziemlich schnell durchgehechtet. Vielleicht finden wir hier auch... Ah, ich sehe was. Ich sehe noch was. Drogenfläschchen, ja. Drogenfläschchen, ja, klasse. Die brauchen wir alle. Oder halt, wie es geht. Wo müssen wir jetzt hier lang, hier? Nö. Hö. Da oben kam ich hier nicht weiter. Ja. Gut, ich will auch nicht die Hauptmission triggern, ehrlich gesagt. So, zum Kuhnversteck. 30, ja, ui. Okay. Ja, die finden wir halt nebenher, ne, eigentlich. Ich gucke jetzt mal, dass vielleicht die Straße ein bisschen weiter entlang laufe. Vielleicht finden wir ja noch eine Miezekatze, wenn wir dran vorbeilaufen. Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos vom Feinsten. Ach komm, halt die Klappe. Das Chaos ist stärker als du! Nee, aber ich hab keinen Bock gegen euch jetzt. Oh, hey, die haben noch gar nicht freigeschalten. Tokens Haus. 4 von 4. Du bist umzingelt, Verbrecherschreck! So, jetzt erstmal. Halt, sonst rufen wir die Polizei! Ja, warten, bis er weggeht. Schön die Arschbacken hoch und.
Das war knapp. Das war verdammt knapp. Konnte ich jetzt schon was machen? Also ich weiß, irgendwas konnte ich noch nicht machen. Okay. Verbündete habe ich immer noch nicht freigeschalten. Dann bringt das mir auch nichts weiter. Eine Katze gab es hier nicht. Jo. Na, ja, das Altenheim. Ich wette, damit müssen wir später noch handhaben. Können wir jetzt eigentlich zu der Kiste? Ja, ich meine. Da sind wir mal in der Gegend gekracht. Gibt's da vielleicht einen Kranschalter? Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Nein, das sieht nur so aus. Da komme ich nicht weiter. Nee, einen Kranschalter gibt's nicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht das Teil da runterlassen. Aber so wie es aussieht, gibt's ja nicht sowas. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ja, das sind jetzt wieder die, genau. Oh mein Gott, wie süß bin ich bitte, wenn ich wütend bin? Toll. Supi süß. Echt, wo willst du hin? Wir haben ein Date. Ja, einen Scheiß haben wir. Ich suche Kätzchen. Hier ist auch keine. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Ja. Oh mein Gott, gehst du wirklich einfach weg? Ja, immer noch. Ich gehe einfach weg, ist mir egal. Gut, also wir sehen jetzt die Straße hier fast mal komplett. Also warten, Kammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Du bist umzingelt, Verbrecherschreck! Ich glaube nicht, dass hier noch eine Katze gibt, aber dann gehen wir jetzt mal wieder zum Kuhversteck. Kann ich von behilflich sein? Ja, ja. Recht schaffen. Ja. Wir sehen uns. Ciao. Kunst. 29 von 41. Es gibt insgesamt 41 Yaoi. Okay, Landschaft, Texturen. Instagram. Aha, Freedom Pets. Ja, okay. Jetzt können wir jetzt Neues herstellen. Kostüme, Verbrauchsgegenstände, Macaroni-Bild. Wie viel haben wir davon? Null. Oh, ja, Alter. Lass mal herstellen. Entfernen negativ Status-Effekt, verstecken Angriff, verleiht Bezug maximaler Regeneration. Dann haben wir jetzt davon 2, hier 4. Mittlere Mengengesundheit. Hier Belebungsserum haben wir 5. 9, Burrito. Okay. Und dann müssen wir unseren Crafting noch verbessern. Ah, stellen wir nochmal ein bisschen Anzüge her, hm? Alles für den Crafting-Rang. Yay, Level Up. Ah. So, Verbrauchsgegenstand kann ich jetzt wieder was herstellen. 9.
Okay. Achso, die sind wahrscheinlich jetzt wieder ganz nach oben gerückt. 2 und 4, okay. Ja, nee, brauchen wir jetzt gerade nichts weiter. Missionsgegenstände kann ich nicht drauf zugreifen. Okay. Achso, wir haben ja einen neuen Code, ne? Keine Mädchen erlaubt. 5. Keine Mädchen erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Der Weiberlook ist eigentlich seit den 80ern total out, aber Wunderarsch steht's irgendwie. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wie könnte das und wohl sein? Und der Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht auftricksen. Die ändern jeden Tag... Ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunderarsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Ja, von mir aus. Okay, trifft Professor Chaos in Butters Haus. Komisch, warum sollte ich den da treffen? Willst du deine Geschichte überarbeiten? Nein. Ich bin jetzt... Ich kann jetzt endlich mal ein bisschen mit den Klassen umgehen. Da will ich es nicht schon wieder ändern. Wir haben jetzt einmal diese Hauptmission getriggert. Ich möchte jetzt aber auch mal noch die andere triggern, wenn wir schon mal dabei sind. Wohin des hart, Weg? Hart am Triggern hier. So. Okay, muss da hinlaufen. Dann laufen wir mal dahin. Oh, hey. Na, alles gut bei dir? Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Gerne. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Okay, ich dachte, du probierst das Besonderes raus. Hey, hier spricht Butters. Ich meine Professor Chaos. Du solltest doch zu mir nach Hause kommen. Ich warte. Chaos, Ende. Ja, gut, dann warten wir weiter. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ah. Okay, machen wir. Und wir sind jetzt im Sodosopa. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was die Hand von uns möchte. Bis dahin. Ciao.